Ja, also dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum Seminar Die Medien als Feindbild, neue Medien und antimediale Verschwörungsmythen. Ja, klingt schon ein bisschen anspruchsvoll vom Thema her, was sollen denn antimediale Verschwörungsmythen sein? Neue Medien ist ja auch ein Begriff, was gehört dazu? Telefon eher nicht mehr, Faxgerät auch nicht mehr, also oder vielleicht doch. Und was bedeutet wiederum Feindbild? Da haben wir jetzt wieder eine ganz andere Begrifflichkeit. Tatsächlich ist es so, dass wir in politischen Bereichen, politikwissenschaftlichen Bereich, dort wo ich auch in der beruflichen Praxis stehe, ganz massiv damit konfrontiert sind, dass Leute uns gegenüber auch behaupten, die Medien lügen eh. Lügenpresse. Sie kennen den Ausdruck alle. Ja, Herr Blume, die Merkel, die sagt doch den Medien, was die zu schreiben haben. Ich hatte jetzt neulich ein Gespräch, ein Mittagessen mit einem Aktivisten, der mir dann gesagt hat, er lese seit geraumer Zeit keine Zeitung mehr. Er habe da jedes Vertrauen verloren. Und dann später angeführt hat, im Internet habe er immer die Möglichkeit, bei der Taz und der Jungen Freiheit nachzuschauen, wie die das sehen. War ganz spannend. Er hat also offensichtlich das Aufrufen einer Taz-Seite und das Aufrufen einer Seite von der Jungen Freiheit nicht als Lesen von Zeitung empfunden, sondern für ihn war Lesen von Zeitung, man abonniert eine Zeitung, liest die und begibt sich quasi in eine bestimmte Medienblase. Und denen traut er nicht mehr. Er will sich an keine Zeitung mehr exklusiv binden, sondern hat den Anspruch zu sagen, ich gucke im Internet und bilde mir dann meine Meinung. Und da merken Sie schon, das wird dann natürlich auch interessant, wenn man sich dann eben später fragt, ja, wie wird es dann in Zukunft funktionieren? Wird es dann überhaupt noch Zeitungen geben oder haben wir dann nur noch alle verschiedene Kanäle, die wir abonniert haben? Wie kann man miteinander kommunizieren und wie können auch Medienunternehmen zum Beispiel Dinge anbieten, für die Menschen dann unter Umständen auch noch bezahlen? Ich hätte ihn fragen können, ob er bei Taz dann auch mal klickt auf den Schalter, dass er dafür bezahlt. Aber vermute eher nicht. Ich habe Ihnen mitgebracht ein Magazin aus der Bahnhofsbuchhandlung. Ganz neu, jetzt sozusagen dort zu sehen. Ich finde dieses Magazin außerordentlich interessant, obwohl der Text überhaupt nicht neu ist und seit Jahrzehnten unverändert. Es ist nämlich unser Grundgesetz. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gibt es jetzt für 10 Euro an der Bahnhofsbuchhandlung. Und der Herausgeber wiederum hat im Buch selber, schreibt er, dass Ranga Yogeshwar ihn auf diese Idee gebracht hat. Ranga Yogeshwar im Fernsehen habe also über das Grundgesetz gesprochen und habe gesagt, das nehmen ja viel zu wenige wahr. Und das wiederum, also eine Fernsehsendung, löste dann eine Reflexion aus, das Grundgesetz als Magazin in den Bahnhofshandel zu bringen. Das Grundgesetz ist eines dieser Dokumente, von denen jeder spricht und das man auch gerne in hohen Ehren hält, das aber wenige lesen. Also es hat viel Gemeinsamkeit mit der Bibel zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit. Es muss ausgelegt werden. Als Beauftragter gegen Antisemitismus beispielsweise erlebe ich das immer wieder, wenn über Rassismus diskutiert wird, dass dann Leute sagen, ja, aber Herr Blume, die Rasse steht ja sogar im Grundgesetz. Gibt doch Rassen, weil, also sonst wird es ja nicht im Grundgesetz stehen, Menschenrassen. Und tatsächlich haben wir im Grundgesetz in Artikel 3, also alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ja, Sie sehen, das ist auch grafisch gestaltet, nicht so wie die Gesetzeswerke. Und dann heißt es dort, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Also da haben Sie gewissermaßen Formulierungen, die in der damaligen Zeit entstanden sind, wo man auch gesagt hat, natürlich, ja, niemand soll aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden. Und das geht heute in ganz andere Diskussionen, dass dann Leute sagen, ja, wenn es sogar im Grundgesetz steht, dann muss es doch sowas wie Rasse auch tatsächlich geben. Artikel 5 ist auch sehr interessant, denn in Artikel 5 geht es direkt um Ihre künftige berufliche Perspektiven. Da geht es nämlich um die Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Und da heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Das ist auch ganz interessant. Warum Pressefreiheit? Ich bin ganz sicher, die allermeisten von Ihnen werden sehr wenig Zeit an einer Druckerpresse verbringen.
vielleicht am Drucker, ja? Oder an Bildschirmen. Das wird digital laufen. Aber immer noch verwenden wir den Begriff der Pressefreiheit. Warum steht da nicht Medienfreiheit oder digitale Freiheit? Natürlich, wir wissen es, weil es in einer bestimmten Zeit der Ausdruck war für das, was wir unter Pressefreiheit verstehen, dass man seine Meinung in Schrift, Wort und Bild ausdrücken kann. Und da merken wir also, das sind bestimmte Begriffe, die in einem bestimmten zeitlichen Kontext geprägt worden sind und bis heute nachwirken. Dieses Grundgesetz hat noch zwei Eigenschaften, die ich hervorheben möchte, die später im Vortrag auch nochmal vorkommen. Und beide wirken auf den ersten Blick banal und sind es gar nicht, wenn man tatsächlich mediengeschichtlich und religionswissenschaftlich draufblickt. Der eine dieser Eigenschaften ist, es ist in Alphabetschrift geschrieben. In Alphabetschrift. Das sind nicht die einzigen Schriftsysteme, die wir auf der Welt haben. Es gibt ältere Schriftsysteme, die Hieroglyphen zum Beispiel, die ägyptischen Hieroglyphen, die sind keine Alphabetschriften. Aber die Alphabetschriften dieser Erde haben eine Besonderheit. Normalerweise nur bis zu 30 Buchstaben, Lettern, und sie sind buchstäblich dadurch kinderleicht zu lernen. Alphabetschriften waren die ersten Schriften und sind bis heute die Schriften, die sich sozusagen selbst demokratisieren. Warum? Es ist buchstäblich kinderleicht, hab drei Kinder und so, das ist schon, man muss es schon beibringen, aber es ist den allermeisten Kindern möglich, in vergleichbarer, überschaubarer Zeit diese 30, bis zu 30 Lettern zu beherrschen und damit alphabetisiert zu werden. Wenn wir andere Schriftsysteme nehmen, zum Beispiel im Chinesischen, wo wir zigtausende, manche sagen 100.000, 120.000 Schriftzeichen haben, da geht es dann dahin, dass im allgemeinen Sprachgebrauch einige tausend, 3.000 bis 5.000 verwendet werden und die allermeisten sozusagen nicht oder kaum verwendet werden, nur für die höhere Bildung da sind. Das heißt, da entwickelt sich dann sozusagen ein Schwerpunkt an Zeichen, die verwendet werden, und die restlichen Zeichen, die gehen sozusagen eher in den Bereich der Nichtwahrnehmung hinein. In der Alphabetisierung haben wir ein anderes System. Alle Lettern sind normalerweise bekannt und aus diesen wenigen Lettern und Lautzeichen bilden sich alle Worte. Klingt völlig banal, aber wenn Sie sich einfach vorstellen, wir würden das Grundgesetz in Hieroglyphen oder in chinesischen Schriftzeichen auflegen, wären das ganz andere Herausforderungen. Nicht besser, nicht schlechter, aber anders. Das Zweite, es muss ausgelegt werden. Ich war jetzt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und habe dort einen Vortrag gehalten und habe gesagt, das ist sozusagen in dieser Hinsicht, seit er mit Sehm, ich werde ihn nachher vorstellen, mit einer Gestalt der jüdischen Tradition und der Bibel, tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, denn ihr tut genau das, was dort seit Jahrtausenden getan wird, ihr nehmt Alphabetschrift und legt sie in die jetzige Zeit hinein aus. Also wenn wir über Pressefreiheit sprechen, dann legt die Richterin aus, was Pressefreiheit heute bedeutet. Und es ist völlig unabhängig davon, ob sie überhaupt einer Religion angehört, ob sie einer Partei angehört, welche Weltanschauung sie angehört, sondern das ist sozusagen ihre Aufgabe. Texte, die da sind, auszulegen, darauf Recht zu sprechen, normalerweise in Gemeinschaft mit anderen, kollegial, also alte Texte in die Jetztzeit zu übersetzen. Wir haben auch Demokratien, wie zum Beispiel Großbritannien, wo wir gar keine geschriebene Verfassung haben, sondern wo sozusagen das Recht Schicht für Schicht gewachsen ist. Und da ist ja gerade auch einiges geboten, gerade auch heute. Ja, also da ist sozusagen, aber da kann man eben sehen, auch uns kommt es so selbstverständlich vor, ist es aber überhaupt nicht. Ich muss Ihnen oder kann Ihnen sagen, letztlich sind eben auch Richterinnen und Richter, Gesetzgeber, Politiker und dann eben auch Journalistinnen und Journalisten alle gemeinsam Medienarbeiter. Sie arbeiten an bestimmten Medien und nach Regeln, die wiederum medial ausgehandelt werden, legen sie zum Beispiel Texte aus. Das haben alle diese gemeinsam. Wenn Sie gedacht haben, zwischen Ihrem Studiengang und Jura gibt es wenig Überschneidungen, die gibt es. Und ich behaupte ja, die Paragraphen sind dafür da, um uns abzuschrecken. Also, aber natürlich tun sie das für gewöhnlich nicht, wir brauchen sie auch. Verschwörungsmythen sind nun kein ganz fröhliches Thema. Vor allem nicht, wenn man von ihnen betroffen wird. Wir haben in den letzten Tagen, nachdem Charlotte Knobloch in Bayern und Götz Ali in Thüringen gesprochen haben, wieder eine Flut von digitalem Hass. Das ist unglaublich und erreicht sozusagen die jüdischen Gemeinden, die Beauftragten, auch teilweise Medien. Ich habe heute mit einem Journalisten mich darüber unterhalten. Das heißt, gerade geht wieder so eine richtig heiße Phase ab, wo der Hass
im Netz sich dort tummelt. Und sie wissen, eine Möglichkeit damit umzugehen ist, dass man das dann auch einfach zum Beispiel vorliest, bekannt macht. Und Dunja Hayali, eine bekannte Fernsehjournalistin, die sich viel damit auseinandergesetzt hatte, in einem kurzen Clip mal ein Best-of von Hate vorgelesen, das sie vor allem digital erhalten hat. Und ich möchte Sie bitten, diesen Hass sozusagen einfach mal kurz die Schlüsselwörter davon sozusagen aufzunehmen. Wir gucken mal, ob es jetzt klappt. Ich werde jeden Tag dafür beten, dass du stirbst, du kleine, verdreckte Hure. Ich hoffe, du wirst gefoltert. Du verdienst deinen Namen nicht. Du kleine Hure mit jüdischen Wurzeln. Du wirst geschlachtet wie ein Schwein. Du bist Abschaum. Hoffentlich werden deine Kinder vergewaltigt. Das soll Journalismus sein? Ich habe zwar nichts gegen Flüchtlinge, vor allem nicht gegen Christliche, aber fick dich, du Flüchtling. Dein Name ist schon ekelhaft genug. Verlasse unser Deutschland. Hey Dunja, du bist, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gefickt worden. Sonst würdest du ja wohl kaum so eine Scheiße schreiben. Und übrigens, jeder Schäferhund ist deutscher als du. Das ist leider der Hass, der sich im Netz ergießt, den inzwischen Journalistinnen und Journalisten ganz stark abbekommen, aber auch Politikerinnen und Politiker, Richterinnen, geht los, Richter. Ja, der Sound geht. Natürlich ganz stark auch die jüdischen Gemeinden. In schwächerer Form auch Moscheen. Wir haben jetzt auch da wieder Meldungen bekommen. Vereinzelt auch Kirchengemeinden. Deutlich die Wahrnehmung, dass Frauen stärker betroffen sind als Männer, stärker angegriffen werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich habe wahrgenommen, dass es ganz stark häufig religiöse Bezüge hatte. Beten, jüdisch, christlich, ja? Dann aber auch ganz stark sexistische, ja? Fick dich, ist schon lange, also sozusagen einen direkten Angriff auch auf die Körperlichkeit, sogar auf Kinder. Ja? Also deine Kinder sollen vergewaltigt werden, eine Sprache des Hasses und der Angst. Und tatsächlich von dem wenigen, was man dann eben inzwischen weiß, ist es tatsächlich so, dass überwiegend diese Art von verbaler Gewalt auch überwiegend von Männern ausgeht und überwiegend gegen Frauen und Kinder gerichtet. Also gerade jetzt Greta Thunberg zum Beispiel, diese schwedische Jugendliche, die sich gegen den Klimawandel engagiert und da sozusagen unterwegs ist, das sind also ganz massiv, was dort im Netz abgeht. Ich liefere mir da gerade auch eine Diskussion mit Leuten, die es völlig okay finden, von Kindesmissbrauch sprechen, System Greta und da sozusagen Verschwörungs- und Mythos aufzubauen, bis hin zu einem Zitieren von NS-Vergleichen, dass sie aussehe wie ein Bund, aus dem Bund deutscher Mädel. Übrigens, das jetzt Zitate von einem Beitrag, der am Holocaust-Gedenktag geschaltet worden ist, der anonyme Journalist hat gemeint, es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass der 27. Januar irgendwas mit Auschwitz zu tun hatte, aber das kann man heute vielleicht auch als Allgemeinwissen nicht mehr voraussetzen. Also was ist hier los? Was ist da sozusagen, woher kommt diese Wut und dieser Hass? Warum werden Menschen so angegriffen? Früher, ich erinnere mich doch an die Zeit, als ich noch im Studium war, sozusagen, da war eigentlich, Fernsehjournalisten waren eigentlich anerkannt. Und dann gab es dann Leute, die haben Bücher geschrieben, Victor Oso Paris, da war dann quasi, das waren die Korrespondenten, das gab da auch Kritik, man hat auch mal gesagt, das ist gut oder schlecht gelaufen und hat über Dieter Hallervorden, ob der Witz jetzt gut war oder nicht, aber dieser Hass und dieses bisschen zum Tod wünschen und so weiter, das hat zugenommen. Und es stellt sich auch die Frage, ja, aber was hat denn das miteinander zu tun? Warum um alles in der Welt, Dunja Hayali, was hat sie denn mit Judentum zu tun? Warum ist das gleich mit der erste Aspekt, der dort auftaucht? Und tatsächlich wird das Rätsel noch etwas größer, wenn wir uns nämlich Umfragen anschauen, können wir tatsächlich nicht feststellen, dass das allgemeine Vertrauen von Menschen in Deutschland zu Medien abgenommen hätte. Das ist also erstaunlich, wenn man sich die Werte anschaut. Das Medienvertrauen ist stabil, vor allem auch in die öffentlich-rechtlichen Medien. Es stimmt nicht, dass
die Deutschen das Vertrauen in die Medien verloren hätten, sondern es sieht eher so aus, dass wir kleine Gruppen haben, die auch vorher schon skeptisch gegenüber Medien waren und die jetzt sich aber in dieser Skepsis, in dieser Abwehr radikalisieren und das auch über das Netz lautstärker formulieren. Gefühlt sozusagen eine Mehrheit bilden. Das ist interessanterweise fast der gleiche Befund, den wir auch beim Antisemitismus haben. Also bei dieser Form des Verschwörungsglaubens. Es sind nicht unbedingt, zumindest nicht in Deutschland nach den vorliegenden Daten, mehr Antisemitinnen und Antisemiten geworden, aber die, die in diese Richtung tendieren, die schließen sich jetzt digital zusammen, peitschen sich gegenseitig hoch und schießen dann aus ihren Gruppen auf bestimmte Akteure. Zum Beispiel Charlotte Knobloch wird dann eben massiv angegriffen. Wenn wir aber Umfragen angucken, dann ist es nicht so, dass die allgemeine Bevölkerung zum Beispiel sagen würde, sie wollen keine Juden mehr, sondern es sind kleine, aber lautstarke, radikale Minderheiten, die sich vor allem über das Netz organisieren. Wir haben dann bestimmte Hotspots, also zum Beispiel als bei der Pegida-Demonstration in Dresden, das sind jetzt alles Daten aus diesem Band hier, Lügenpresse, das könnte zum Beispiel auch vielleicht eine Möglichkeit sein, wenn sich das welche anschauen wollen, dass damals bei der Pegida-Demonstration in Dresden der Terminus Lügenpresse die Aussage massiv von den Pegida-Demonstrierenden befürwortet wurde. 97,4%, also praktisch geschlossen befürwortet wurde. Sie wissen, in anderen Regionen, wo man dann auch versucht hat, Stugida in Stuttgart oder Mügida, ja, also wo man dann quasi versucht hat, in anderen Städten dieses Pegida-Konzept zu kopieren, hat das nicht unbedingt eingeschlagen. In Dresden war es aber sehr, sehr stark. Interessant auch, dass Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland tatsächlich zugenommen haben und das Ganze aber auch in Wellenbewegung. Also wir haben 2014 tatsächlich 10 schwerwiegende Übergriffe deutschlandweit. 2015 sind es dann 46, aber 2016 geht die Zahl auch wieder auf 16 zurück. Wir kommen darauf nachher nochmal zu sprechen, aber Sie sehen schon, da ist irgendetwas los. Und zwar etwas, wo wir jetzt nicht sagen können, es betrifft alle gleichermaßen, sondern es scheint bestimmte Bevölkerungsgruppen zu betreffen und es scheint auch bestimmte Regionen zu betreffen. Es gibt natürlich inzwischen dazu eine Vielzahl Thesen. Kurt Anderson zum Beispiel, Fantasyland, ist eine sehr starke These, der ist in den USA sehr stark rezipiert und diskutiert worden, bei uns in Deutschland noch kaum, also, aber das hindert uns ja nicht, uns damit auseinanderzusetzen. Fantasyland, 500 Jahre Realitätsverlust. Kurt Anderson vertritt die These, dass insbesondere in den USA, weil es dort noch kein Mediensystem gab und weil man diese Freiheit, Pressefreiheit von Anfang an gesetzt hat, von vornherein Mediensysteme entstanden sind, die die Leute praktisch aus der Realität herausschießen. Also er beginnt zum Beispiel mit den Goldgräbern. Irgendwo taucht die Meldung auf, an dieser Stelle gibt es Gold und zehntausende Menschen setzen sich in Bewegung. Es reicht das Gerücht, wir würden heute sagen Fake News, ja, ne? Unter Umständen war da gar keins, aber umso mehr Berichte kommen, da ist Gold, umso mehr Menschen schließen sich dem an. Wir haben sogar dann ganze Religionen, die Mormonen, die Kirche der der Jesu Christi der letzten Tage, die in diesem Kontext entstehen. Der Gründer dieser Religionsgemeinschaft sagt auch, er hat ein Buch gefunden oder ist zu einem Buch geführt worden, in goldenen Lettern, das er dann übersetzt und das auch dessen Original verloren geht. Und daraus entsteht das Buch Mormon und eine ganz eigene Religion, die die amerikanische Geographie magisch, nicht magisch, heilig auflädt. Da werden dann quasi heilige Orte, da werden Mythen erzählt und dergleichen. Anderson sagt, das ist ganz klar, das konnte nur in den USA entstehen. Er wird übrigens ermordet, nachdem er und die Mehrheit in einem Gemeinderat die Zerstörung einer Druckerpresse angeordnet haben. Das ist auch ganz arg spannend. Also in einer Auseinandersetzung um Pressefreiheit, das ist meines Wissens der einzige Prophet, der sozusagen direkt über eine Auseinandersetzung über dieses Grundrecht dann in den Konflikt verwickelt wurde, wurde verhaftet und dann von einem Mob getötet. Aber Anderson sagt, es geht dann weiter. Wir haben dann Film, beispielsweise 1915, Birth of a Nation, der Ku Klux Klan, entsteht wieder, nachdem ein früher Film in die Kinos kommt. 1915 haben die Leute noch keine Fernseher zu Hause, aber eine große Zahl strömt in die Kinos und sieht dort die Weißgewandeten und der Ku Klux Klan, der eigentlich schon tot war, er steht wieder. Und heute haben wir sogar hier in Baden-Württemberg Polizisten gehabt,
die sich im Ku Klux Klan angeschlossen haben. Wir hatten vor kurzem eine Razzia, ja? Eine deutschlandweite Razzia, wo Polizisten Ku Klux Klan Strukturen aufgeklärt haben und Anhänger verfolgt haben. Nach Anderson ist es entstanden vor 100 Jahren oder wieder entstanden aus dem Film. Und natürlich, wir werden, kommt dann später Walt Disney, es kommen die Comics, es kommen Serien, es kommen, er sagt eine Schicht nach der anderen, die Medien werden immer aktiver und deswegen sagt er, wundert euch doch nicht, dass mit Ronald Reagan ein Schauspieler der erste Präsident wird, mit Let's Make America Great Again als, Wahlkampfslogan und dass dann später mit Donald Trump wieder jemand, ein Showman, einer, der eine Show moderiert hat und geleitet hat, dann ebenfalls wieder Präsident wird, der gezielt die klassischen Medien angreift, der ihnen vorwirft, sie sind Fake News, der sogar Twitter-Meme teilt, wo ein Journalist verprügelt wird, ja, mit einem CNN-Logo über dem Kopf. Nach Anderson ist das Ergebnis eines Mediensystems. Mit jedem weiteren Medium, das wir bekommen, entfernen wir uns mehr von der Realität. Wir werden immer ansprechbarer, wir werden immer manipulierbarer und deswegen merken wir gar nicht, so seine These, dass wir uns eigentlich sozusagen immer mehr von der echten Welt lösen und immer mehr in einer medial fantastischen Welt leben. Das ist also eine sehr dystopische, negative Variante. Wenn man das sozusagen ernst nimmt, dann würde man also sagen, gut, dann kommt bei uns vielleicht das Schlimmste noch. Ja, dann ist sozusagen, sind wir da auf einem Weg. Wäre etwas, das möchte ich mit Ihnen im Seminar gerne diskutieren. Was spricht dafür, was spricht da dagegen? Denn es gibt eben auch andere Wahrnehmungen. Hans Rosling zum Beispiel, ein leider inzwischen verstorbener Professor, eigentlich für Gesundheit aus Schweden, hat gerade einen Bestseller gelandet mit seinem Buch Factfulness, ein internationaler Bestseller, meines Erachtens tatsächlich ein sehr wichtiges Buch, weil er dort die Auffassung vertritt, dass es gar kein böser Wille ist, sondern dass wir alle unter einer Wahrnehmungsverzerrung leiden. Er macht es sehr plastisch, indem er den Menschen Fragen stellt, zum Beispiel, wie ist denn das heute mit der Lebenserwartung, mit Kindern, die heute auf der Welt geboren werden? Welche Lebenserwartung haben die? Und dann gibt er den Leuten verschiedene Varianten, was sie antworten können. Und sie sind praktisch immer viel, viel zu negativ. Die meisten Menschen glauben zum Beispiel, so Rosling, dass die Lebenserwartung nicht stark gestiegen wäre, dass die meisten Menschen immer noch in großer Armut und jung sterben und so weiter. Und er sagt, das stimmt überhaupt nicht. Sie schneiden sogar schlechter ab als eine Zufallsverteilung. Also wenn man nur sozusagen Dartpfeile werfen würde auf die Antwortoptionen. Und bei Hans Rosling macht das dann, er sagt, schlechter als Schimpansen. Und das, die richtige Antwort, dass es nämlich schon 70 Jahre sind, sagen nur 7% der Lehrer. Bei drei Fragen müssten es 33% sein. 10% der schwedischen Gewerkschafter, 16% vom schwedischen Finanzministerium. Die Konferenz der Skeptiker in den USA hat 17%. Das Nobelpreisträgertreffen in Lindau, ja, hat 29%, also da sozusagen eine Wahrnehmung, wo viel, viel zu niedrig ist. Interessanterweise ausgerechnet die USA, ja, wir Europäer halten uns ja gern, wir sind ja die Gebildeten, aber interessanterweise schneiden die USA bei dieser Frage besser ab als das Nobelpreisträgertreffen in Lindau. Ja. Also das müssen wir uns anschauen. Und Rosling, der diese Umfragen überall gemacht hat, sieht da auch eine große Rolle der Medien. Und das ist jetzt kein Verschwörungsmythologe und Verschwörungsprediger, sondern er formuliert, die Medien können der Versuchung nicht widerstehen, unseren Instinkt der Angst zu befeuern. Es gibt kaum eine einfachere Methode, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Die größten Schlagzeilen sind oft die, die mehr als eine Art von Angst auslösen. Entführungen und Flugzeugabstürze zum Beispiel kombinieren die Angst vor Schaden und die Angst vor Gefangenschaft. Erdbebenopfer, die unter eingestürzten Gebäuden begraben und sowohl verletzt als auch eingeschlossen sind, bekommen mehr Aufmerksamkeit als einfache Erdbebenopfer. Das Drama geht sehr viel näher, wenn mehrere Ängste ausgelöst werden. Hier gibt es ein Paradox. Auf der einen Seite wurde das Bild einer gefährlichen Welt noch nie so effektiv verbreitet wie heute, während auf der anderen Seite die Welt tatsächlich noch nie so sicher und weniger gewalttätig war. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt denken, wir hatten jetzt in Spanien den Fall von einem 2-jährigen Jungen, der in ein Bohrloch gefallen ist. Ja? Und wir hatten gleichzeitig Berichte von Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrunken sind.
das mediale Interesse war sehr ungleich natürlich verteilt. Warum? Natürlich, also auch ich als Vater, ich fühle, sofort habe ich mit den Eltern mitgefühlt. Das war sofort eine Story und auch ich, obwohl ich das sozusagen weiß, möchte dann wissen und habe bis zuletzt gehofft, ob man den Jungen da vielleicht noch rausfindet. Ich wäre nicht einverstanden gewesen, wenn man gesagt hätte, naja, der lebt echt nicht mehr, wir hören jetzt mit dem Suchen auf. Gleichzeitig weiß mein vernünftiges Ich, dass es aber auf der anderen Seite jetzt gerade Kinder ertrinken und da werden keine großen Rettungsaktionen, im Gegenteil, die werden derzeit eher zurückgefahren. Also da sozusagen die Frage, wir alle nehmen verzerrt wahr und Medien müssen darauf reagieren. Ich wäre auf ein Medium sauer gewesen, das nicht sozusagen dann gesagt hätte, wie diese Geschichte um den kleinen Julen ausgegangen wäre. Und da kann man eben tatsächlich sehen, man kann da einerseits auf die Medien schimpfen, aber man kann andererseits eben auch fragen, gibt es da überhaupt eine Wahl? Das ist direkt Medienethik, direkt die Frage, vor der Sie immer, immer, immer wieder stehen werden. Inwiefern geben Sie da den Erwartungen nach und machen das Sensationelle groß? Oder inwiefern versuchen Sie, ein objektives Bild der Welt zu zeichnen? Und man könnte jetzt zu dem Ergebnis kommen, auch Rosling ist der Auffassung, die Medien, die machen das ja ganz, ganz gezielt. Aber bei ihm sagt er, das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern er sagt, bei Intellektuellen und Politikern ist es gerade modern, mit Fingern auf die Medien zu zeigen und ihnen vorzuwerfen, nicht die Wahrheit zu erzählen. Vielleicht hat es sogar den Anschein, dass auch ich das in den vorangegangenen Kapiteln getan habe. Aber tatsächlich hat er dann diese gleichen Fragen auch Journalistinnen und Journalisten gestellt. Und das Ergebnis davon ist, dass sie doch schlechter abgeschnitten haben als die Nobelpreisträger. Rosling sagt, dass sozusagen Journalistinnen und Journalisten, Vertreter der Medien, dass wir alle genauso diesen Medienverzerrungen unterliegen wie andere auch. Also hier hat er dann Umfragen gemacht unter Dokumentarfilmern, US-amerikanischen Journalisten, europäischen Journalisten, immer wieder der gleiche Befund, klar, wie Nobelpreisträger auch. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten hatten die gleichen medialen Verzerrungen und haben zum Beispiel ebenfalls nicht gewusst, dass die Lebenserwartung schon bei über 70 Jahren liegt. Nach Rosling ist es also gar kein böser Wille, sondern we are all part of the game. Wir stecken alle mit drin. Wir nehmen die Welt medial wahr und geben sie medial wieder. Und das bedeutet eben auch, dass wir selber von den Verzerrungen betroffen sind, die wir an anderen dann auch kritisieren. Noch zusätzlich aber werden Sie ja die Aufgaben haben, Medienprodukte zu erstellen, für die sich dann andere auch interessieren. Und Sie alle wissen es, bad news are good news. Ja, dass ein Zug pünktlich gekommen ist, ist keine Nachricht, außer Stuttgart 21. Und dass ein Flugzeug nicht abgestürzt ist, ist keine Nachricht. Ich habe eine sehr schlimme deutsche Variante dieses Spruches einmal gehört, als wir den Amoklauf in Wienenden hatten, wo also Menschen ermordet wurden. Und dort hatte mir das dann jemand so formuliert, dass er gesagt hat, Blut und Tote steigern die Quote. Also sozusagen da immer wieder die Schwierigkeit, das wird dann sozusagen, und es gibt eine große Diskussion ja auch darüber, ob das nicht dann wiederum auch Nachahmungstäter anlocken kann. Bei Suiziden ist man zum Beispiel inzwischen so weit, dass man da die Berichterstattung zurückfährt, um eben nicht die Aufmerksamkeit von noch weiteren Menschen auf Suizide zu richten. Also Sie sehen es, da ist man schon mitten in der Debatte drin und da ist die Frage Lügenpresse jetzt plötzlich schon deutlich unterkomplex. Aber ich hatte Ihnen versprochen, wir kehren zurück zu den empirischen Daten und da ist es tatsächlich so, wir haben es gesehen, wir hatten 2015 diesen Anstieg von Übergriffen gegen Journalistinnen und Journalisten, 2015 den Anstieg, dann ging es wieder runter 2016 und dann in 2018 haben wir wieder einen massiven Anstieg. Hat jemand eine Ahnung, was letztes Jahr los war, wo es einen Anstieg von Übergriffen gegen Journalisten gegeben hat? Ich kann den Tipp geben, es war wiederum nicht deutschlandweit verteilt. Was war denn im letzten Jahr los? In Chemnitz war das noch. Chemnitz, genau. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Wellenbewegungen von Übergriffen gegenüber Journalistinnen und Journalisten mit ganz klar regionalen Schwerpunkten. Das hier ist Dresden und das hier ist Chemnitz. Es ist also nicht so, dass die allgemeine Gesellschaft, ja, in Karlsruhe können Sie Ihren Beruf weiter sicher ausüben. Das ist sozusagen die gute Nachricht. Und in Baden ist auch noch schön. Meine Familie kommt aus den neuen Bundesländern und ich habe auch Verwandte in Dresden, was ist auch eine wunderschöne Stadt, die ich sehr schätze. Wir sind ja auf YouTube. Aber es zeigt eben tatsächlich, dass wir eine Situation haben, in der Medienvertrauen regionalgeschichtliche Ursachen hat.
im Parlance der neuen Bundesländer oder der damaligen DDR, da war ich als Kind noch und habe das sozusagen da auch selber erlebt, dass zum Beispiel mir dann gesagt wurde, ich begeisterter Zeitungsleser war und mir dort dann gesagt wurde, Vorsicht, pass auf, was in der Zeitung steht, du musst zwischen den Zeilen lesen, denn das wird von der SED kontrolliert. Ich weiß noch, dass ich mich gefreut habe, dass da die Nachricht kam, dass ein 1-Megabyte-Chip sei entwickelt worden vom volkseigenen Betrieb, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber es war ein VEB und es wurde dann präsentiert von der Staatsführung der 1-Megabyte-Chip. Und damals wurde ich dann zur Seite genommen und mir haben Leute erzählt, dass das 4 256-Kilobyte-Chips gewesen wären, die man einfach zusammengelötet hat und dann das Ding als 1-Megabyte-Chip präsentiert hat. Das heißt, die Menschen, und das war auf einem Dorf, waren sehr daran gewöhnt, Medien kritisch und skeptisch zu betrachten, zwischen den Zeilen zu lesen, ihnen nicht zu vertrauen. Ich erinnere mich an eine andere Schlagzeile, wo es darum ging, dass angeblich der Schotter in einer Straße, in einer Dorfstraße verbessert werden sollte. Und da wurde mir dann erzählt, es ginge darum, dass die Partei die Steine verkauft und da jetzt einen billigen Belag drauf gemacht habe. Und das sei aber eben jetzt medial ganz anders verkauft worden. Es gab sogar den sogenannten Schwarzen Kanal von Karl Eduard von Schnitzler, der gezielt die Lügen, die vermeintlichen Lügen des Westens aufdecken sollte, also sozusagen Medienkritik in Richtung Westen geübt hat und damit sozusagen das Vertrauen in die eigenen Ostmedien stärken wollte. Im Volksmund hieß er Karl Eduard von Schnee, weil man dann meistens abgeschaltet hat. Ja, das war also den Leuten völlig klar, dass das sozusagen eine Propagandasendung ist. Aber dieses Medienmisstrauen wurde also einerseits gegen westliche Medien sozusagen staatlich gefördert und auf der anderen Seite sozusagen war es Teil des Volksgutes. Und in Dresden haben wir noch die Verschärfung gehabt. Dresden in der Tallage, ganz ähnlich wie in Stuttgart, mit dem Unterschied, dass dort dann häufig das Satellitenfernsehen aus dem Westen nicht, Fernsehen aus dem Westen nicht empfangen werden konnte, teilweise auch Radio nicht empfangen werden konnte. Es gab den Spott über das Tal der Ahnungslosen, wie man damals gesagt hat. Und wie gesagt, ich habe da auch Verwandte und es war tatsächlich sozusagen auch innerhalb der Familie eine Diskussion, wer hat was mitbekommen oder auch wer hat was gesehen. Meine Mutter hat es einmal erlebt, dass sie in der Schule aufgefordert sind, sie sollen in der Grundschule, sie sollen die Uhr von den Nachrichten zeichnen. Und dann die Lehrerinnen und Lehrer überprüfen konnten, welche Art von Uhr sie gezeichnet haben. Ob das die DDR-Nachrichten waren oder die Tagesschau. Also sozusagen, von dem her ist es für mich sehr, sehr schlüssig, dass sich Medienvertrauen in Dresden oder Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, dass sich Medienvertrauen regional ganz unterschiedlich entwickeln kann. Und wir nicht einfach sagen können, die Deutschen oder die Bayern, die Sachsen, sondern dass wir tatsächlich große Unterschiede haben. Medienvertrauen ist etwas, das wird in Familien weitergegeben. Sagen Eltern, du kannst der Zeitung vertrauen oder das ist das richtige Blatt, aber das Käseblatt würde ich nie anrühren. Das sind Aussagen, mit denen wir alle im Medienvertrauen oder Misstrauen hineinsozialisiert werden. Und ich halte es definitiv nicht für einen Zufall, dass wir Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten vor allem in den Regionen haben, wo ein Medienmisstrauen einmal gegenüber die eigenen Medien, aber auch gegenüber den Westmedien geschürt worden ist. Und tatsächlich, ja, Feindbild Lügenpresse ist also ein regionales, nicht ein einfach allgemeines. Wenn Sie sich das international anschauen, die Reuters Digitalstudie, dann ist es ganz spannend, Misstrauen in Online-Nachrichten, haben wir riesige Unterschiede. Das ist auch in Brasilien zum Beispiel, wo ein ganzer Wahlkampf über WhatsApp und über Fake News gemacht wurde, ein massives Misstrauen gegenüber Online-Nachrichten. 85% der Brasilianerinnen und Brasilianer sagen, sie haben ein Problem mit Online-Nachrichten. Sie wissen nicht, ob sie denen noch trauen können. In den USA nach Trump sind es 64%. In Deutschland sind es 37%. Wir vertrauen Online-Nachrichten zum großen Teil oder wir haben nur einen kleinen Teil der Online-Nachrichten misstrauisch beäugt. Versetzen Sie sich in die Lage mancher Dresdnerin, die vielleicht in jungen Jahren gesagt hat, sei vorsichtig, das was in der Zeitung steht, da musst du ganz kritisch sein, das wird von der Partei kontrolliert. Und die vielleicht dann Karl Eduard von Schnitzler gesehen hat, wo dann gezeigt wurde, was angeblich der Westen alles falsch macht. Jetzt lebt sie in einer Bundesrepublik und hört, dass angeblich wieder die Angela Merkel die Medien kontrolliert, aber im Internet, auf Facebook, das sind ja ihre Freundinnen und Freunde, das sind ja ihre Bekannten, das muss doch stimmen. Sie haben eine ganz unterschiedliche Mediensozialisation, regional, die sich zwischen
Staaten und Regionen enorm unterscheidet und wo es dann auch leicht ist, über die anderen jeweils zu lachen, aber wo wir tatsächlich eben sehen können, sie machen riesige Unterschiede, je nachdem, wo sie ihren Beruf ausüben werden. Und tatsächlich eben zum Beispiel auch bei uns so, dass wir die meisten Bedrohungen und die meisten Hassmails bei uns im Bereich der Lokaljournalisten haben, wo Leute sagen, wenn ich über bestimmte Themen schreibe oder bestimmte Themen aufgreife, eine Journalistin hat das so geschildert, dass sie gesagt hat, die wissen, wo ich wohne und die wissen, wo meine Kinder zur Schule gehen. Also meide ich bestimmte Themen. Baden-Württemberg, 2018. Eine Lokaljournalistin. Da sehen Sie zum Beispiel auch eine ganz unterschiedliche Betroffenheit. Ich hatte erwartet, das würde bei großen Medien der Fall sein, Frankfurter, Süddeutsche, aber es ist bei uns ein Thema in Lokalzeitungen. Und eigentlich müsste man, deswegen auch tatsächlich mal auf die regionalen Kontexte schauen. Ganz spannend auch, wenn wir jetzt mal umgekehrt fragen, wie ist es denn, wer bezahlt denn eigentlich für mediale Inhalte, für Online-Inhalte. Das ist ja auch eine Frage, wenn Sie in dem Berufsfeld arbeiten wollen, wer bezahlt Sie dann? Sind es dubiose Stiftungen aus der Schweiz? Ja? Sind es Medienhäuser, sind es Stiftungen? Oder sind es dann vielleicht doch zahlende Kunden? Schauen Sie einmal, wenn man jetzt im letzten Jahr drauf geschaut hat, haben wir in Norwegen bereits 30% der Menschen, die sagen, ja, ich zahle für Online-News, also für Online-Nachrichten. In Schweden sind es 26%, in Deutschland sind es nur 8%, in Griechenland 6%. Also wir haben Griechenland, liefern uns da ein Rennen mit Griechenland. Hat jemand eine spontane Vermutung, woran das liegen könnte, dass ausgerechnet in den skandinavischen Ländern so viele Leute bereit sind, für Online-Inhalte zu bezahlen? Und in Deutschland zum Beispiel so wenige? Woran könnte das liegen? Ich weiß nicht, ob das blöd ist, aber vielleicht haben die gar nicht so viele Printzeitungen, weil das ja auch relativ, also nicht so zentriert ist alles. Die ganzen Wohnorte sind so weit auseinander. Gar nicht blöd, sondern richtig. Das ist also, die Antwort war richtig. Es ist nämlich tatsächlich so, wenn Sie in einem Markt sind, wie zum Beispiel Deutschland oder USA, wo Sie ganz, ganz viele Online-Angebote haben, dann ist es sehr schwierig, da eine Paywall durchzusetzen. Denn die Leute weichen einfach auf ein anderes Medium aus. Ja, versuchen Sie das sozusagen in den USA, es versuchen jetzt ja einige, New York Times und so weiter, aber dann gezielt mit einer Positionierung, zu sagen, wir sind unser Medium USA sind jetzt auf 16% hochgegangen, aber bei uns ist sozusagen in Deutschland die Situation, dass die Lokalzeitungen sagen, wenn ich das bei mir einführe und mein Nachbar führt es nicht ein, dann geht der Traffic, dann gehen die Leserinnen und Leser eben zum Nachbarn. Und das ist tatsächlich in Skandinavien nur schwach der Fall. Wir haben vergleichsweise wenig Medienanbieter, es sind kleine Sprachräume, ja, mit auch überschaubaren Printangeboten, das heißt, die konnten tatsächlich leichter Paid Content sozusagen durchsetzen. Also Sie haben da recht. Und das bedeutet aber umgekehrt auch, dass wir also auch nicht sagen können, es sind überall die gleichen Bedingungen. Auch hier haben wir große regionale bzw. nationale Unterschiede. Und damit sind wir jetzt also auch schon dabei. Die Pogromstimmung in sozialen Netzwerken, die jetzt Charlotte Knobloch da quasi ganz stark thematisiert hat, die Angriffe danach. Sie sehen also jetzt, wir haben tatsächlich regional, national ganz unterschiedliche Medienkulturen. Und wir haben einen Ausdruck von Misstrauen durch Minderheiten, aber durch lautstarke Minderheiten, die vor allem auch das Internet nutzen, sich über das Internet organisieren. Pegida ist aus einer Facebook-Gruppe entstanden. Die Mobilisierung in Chemnitz ist über das Internet erfolgt. Also Leute, die gleichzeitig sehr misstrauisch gegenüber den klassischen Medien sind und dann aber durchaus bereit sind zu glauben, dass Illuminaten und Angela Merkel die Medien kontrollieren, solange es halt im Internet steht. Und tatsächlich haben sie dann auch entschlüsselt oder ist dann auch verständlich, warum wir immer wieder diese religiösen Anklänge haben. Wir sind nicht dazu geboren, dass wir automatisch an eine Macht des Guten glauben. Das können wir glauben, ja? Dass wir sozusagen, es sind gute Mächte, die regieren die Welt, ja, da oben ist dann ja, Gott und der offenbart sich in Jesus Christus und dann gibt es verschiedene Engel und die kontrollieren dann oder überschauen die Welt und am Ende wird es gut gehen. Wir haben vielleicht Prüfungen und Probleme, aber insgesamt ist die Welt ein Ort, dem ich vertrauen kann, weil er sozusagen auf die Erlösung zugeht. Das können Sie
glauben und das tun wir auch. Ich tue es auch. Also ich bin da durchaus auf, stärker auf dieser Seite zu finden. Aber Sie können in der gleichen Logik natürlich auch sagen, böse Mächte kontrollieren die Welt. Und an allem, was schief geht, sind böse Mächte schuld. Und die stehen im Hintergrund. Aber die kontrollieren eigentlich alles. Und es ist sehr spannend, wenn Sie sich die Religionspsychologie von Verschwörungsglauben anschauen, haben Sie praktisch nie den Glauben an 5 oder 6 unterschiedliche Verschwörerkreise, ja, die gegeneinander kämpfen. Könnte man ja, wäre ja auch cool irgendwie. Man sagt, die Illuminaten, ja, sind im Ringen mit den Bilderbergern und verbünden sich jetzt mit der Matrix, um irgendwie, glaubt kein Mensch. Sondern die Verschwörungsgläubigen sagen, es gibt eine Gruppe von Superverschwörern und die kontrolliert alle anderen. Das sieht dann vielleicht so aus, als ob die miteinander im Streit liegen, aber eigentlich gibt es eine, sozusagen ein umgedrehter Monotheismus. Es gibt die eine Gruppe von Superverschwörern und die kontrollieren alle anderen. Und so wie Sie beim Glauben an das Gute bei Gott landen oder Vernunft landen, wenn Sie Humanistin sind zum Beispiel, also bestimmte Schlüsselbegriffe des Guten haben, so haben Sie in den Verschwörungsmythen leider eben auch negative Begriffe und die Leute landen dann beim Glauben an die Weltverschwörung von Juden, das sagt man heute eher Zionisten, und Freimaurern, das sagt man heute eher Illuminaten. Und dann passt sozusagen das Weltbild und Sie können sich dann, das sind zum Beispiel Menschen, die fangen ganz Impfkritiker, die fangen dann an, oh, wie ist es mit meinem Kind und ich habe da Bedenken, landen dann in entsprechenden Gruppen, wo das bestätigt wird, ja, das ist alles die die Pharma-Mafia und das sind alles Betrüger und die eigentliche Hilfe ist die germanische Medizin, die und die Juden nutzen die, aber bei uns in der Gruppe kannst du die auch haben, kostet gar nicht viel und so sozusagen rutschen sie dann immer tiefer in diese Weltsicht hinein und landen am Anfang im Verschwörungsglauben. Und dann sind für Sie die Mythen, die Medien nicht Broker der Wahrheit, sondern dann sind für Sie die Medien Teil dieses Geschehens. Dann ist die Lügenpresse Teil der Bedrohung. Dann ist die Lügenpresse Teil dieser Weltverschwörung. Und dann ist die Journalistin, der Journalist, die in Chemnitz oder Dresden berichten wollen, eben nicht einfach Leute, die ihren Job machen, sondern werden dann tatsächlich wahrgenommen als Feinde, als Teil der Weltverschwörung. Ganz ähnlich, wie wenn Sie mit einer Kippa da reinlaufen würden. Ja, sozusagen, Sie sind dann Teil dieser Weltverschwörung. Ein Beispiel, wo ich das immer wieder dran festmache, sind die Chemtrails. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Chemtrails, ja, das sind diese Flugzeuge, also das sind nicht die Flugzeuge, sondern die Kondensstreifen dieser Flugzeuge. Und da entsteht 1996, entsteht in einem amerikanischen Forum, Punkt für Anderson, in einem amerikanischen Forum entsteht dann die Deutung, das seien gar keine Kondensstreifen, sondern das seien Gifte. Die werden quasi verstreut von denen, Contrails. Und das breitet sich dann aus, ändert sich dann in Chemtrails, Chemie ist immer böse, ja, breitet sich dann, wir bestehen zwar alle aus Chemie, aber man will ja auch Tomaten ohne Gene, breitet sich das sozusagen, breitet sich das Ganze weltweit aus und jetzt beginnt die Diskussion in der Chemtrail-Szene, welche Macht könnte denn das sein, die sowohl die Regierung der USA, wie auch die Regierung von Brasilien, von Russland, von China, Deutschland sowieso, Großbritannien kontrolliert. Und raten Sie mal, wo die landen. Ja? Die landen wiederum im Verschwörungsglauben und im Antisemitismus. Und wenn Sie da als Journalistin hingehen und sagen, ich bin eine Journalistin und würde gerne über Chemtrails schreiben, ich empfehle Personenschutz. Weil Sie sozusagen tatsächlich wahrgenommen werden als ein Teil dieser Verschwörung. Also da, diese, was die Dunja Hayali abbekommen hat, diese ganz massive Angriffe immer mit Beten und Juden und Christen und Islam. Da sehen Sie sozusagen, Sie haben es letztlich mit einem Ringen zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungen der Weltdeutung zu tun. Und wenn Sie glauben, böse Mächte kontrollieren diese Welt und stecken hinter allem, dann werden Sie diesen Glauben auch auf Medien und Medienvertreter übertragen. Warum ist das wichtig? Könnt ihr jetzt sagen, ist doch egal. Nun, wir haben tatsächlich, leben wir in einer tatsächlich medial konstruierten Welt. Das ist, wird immer, als Religionswissenschaftler ist man das gewohnt, ja, also höhere Wesen, Gott, Engel oder Teufel, an die kann man glauben, aber wir kriegen die nicht ins Labor. Ja, das ist sozusagen, das werden mythisch, symbolisch konstruiert und spielen für Menschen, können eine ganz bedeutende Rolle spielen, aber sie sind nur über eine mediale Repräsentation zugänglich. Über Gott oder Engel kann man nur medial sich ausdrücken, man kann darüber sprechen, man kann Poster damit anfertigen, man kann sie in Statuen ergießen, aber sie haben sozusagen ihre Realität wird medial hergestellt. Das gleiche gilt aber, wir hatten es vorher davon, auch für Rechte. Ja? Die Pressefreiheit oder die Menschenwürde
finden Sie hier im Grundgesetz. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie Menschen im Labor untersuchen, werden Sie die dort nicht finden. Es sind medial konstruierte, Harari nennt sie Fiktionen, Staaten. Wir haben in Deutschland inzwischen wieder Leute, die sagen, die Bundesrepublik gibt es gar nicht. Versuchen Sie, einen Reichsbürger mal davon zu überzeugen, dass es die Bundesrepublik gibt. Das Problem ist, Sie bekommen auch die Bundesrepublik nicht ins Labor. Ja? Ich habe die Freude immer wieder, wenn ich Leuten sage, wissen Sie, die Illuminaten, die gab es im 18. Jahrhundert wirklich, etwa 10 Jahre, und dann wurden die verboten, und zwar in Bayern verboten. Also richtig verboten, das ist sozusagen regional. Und danach sind die wissenschaftlich nicht mehr nachweisbar. Dann lautet die Antwort, da sehen Sie mal, wie gut die sind. Ja? Also das heißt, Sie können es nicht widerlegen, ja? Sondern es wird Geld, das für uns ganz normal, dass wir denken, ja klar, wenn ich so einen Schein in der Hand habe, dann kriege ich was dafür. Ist natürlich eine mediale Repräsentation. Wenn Sie sich einen Geldschein anschauen, da sind Unterschriften drauf, da sind alle Symbole drauf, die Vertrauen herstellen sollen und so weiter. In Verschwörungskreisen eine riesige Diskussion, ob Geld, das nicht durch Gold hinterlegt ist, überhaupt Geld ist. Und dann kommt gleich das nächste, man weiß ja gar nicht, ob das Gold wirklich da ist oder ob es nicht vielleicht schon weg ist. Ja? Also Sie sehen, da kann man sich wunderbar reinsteigen. Werte, ja? Vernunft, Freiheit, Gerechtigkeit, man kann darüber wunderbar streiten, weil es natürlich Fiktionen sind, Dinge, die wir medial herstellen, aber was Gerechtigkeit genau ist, wie viel sie wiegt und wo sie wohnt, das können wir natürlich eben nicht feststellen, sondern das sind mediale Diskussionen und da eben natürlich auch Erkenntnisse. Stimmt die Nachricht? Ist es mit dem Bohrloch wirklich passiert? Oder wird uns etwas vorgespielt? Sind die Flugzeuge haben die Kondensstreifen oder sind das Contrails? Die Wissenschaften, stecken die vielleicht mit drin? Und ich habe es erwähnt, ganz häufig in Religionen sowieso, aber auch in Verschwörungsmythen, Heilung. Die Schulmedizin ist hochverdächtig in rechtsesoterischen Kreisen. Und man kann denen nicht trauen, aber den Heilsteinen, ja, und der Bachblütentherapie der Regenbogenenergie, das ist natürlich logisch, weil das steht im Internet. Ja? Das ist sozusagen, und es kostet auch dann so ein Apparat vielleicht nur 300-400 €, der Ihnen dann die kosmische Strahlung direkt nach Hause bringt. Das ist unschlagbar. Und es ist auch klar, dass Sie als Journalisten darüber nie schreiben. Sie sind schließlich ja Teil der Verschwörung. Sie werden ja von der Pharmalobby kontrolliert. Sie merken, dann entstehen selbstreferenzielle Systeme und es geht den Menschen um ihre Gesundheit. Also um etwas, das sie selber ganz subjektiv spüren und fühlen. Und damit kommen wir jetzt also auf zum Ende vom Vortrag. Ich vertrete die Auffassung, dass wir derzeit mitten in einer Medienrevolution sprechen und dass Medienrevolutionen etwas sind, das unsere Geschichte zutiefst geprägt haben. Unsere Vorfahren haben angefangen, sich nur über Gesten und Sprachen auszudrücken. Das heißt primäre Medien. Niemand braucht dafür Technologie. Wir können das alle so machen. Ja? Ich kommuniziere gerade mit Ihnen primär, obwohl wir hier auch dann welche dabei haben, die das dann nachher quartär wahrnehmen können. Ja, hallo Internet. Dann gehen wir über in die sekundären Medien. Die Schrift, das hier. Ja? Rechte entstehen nur über sekundäre Medien. Zur Herstellung von Schrift brauchen Sie Werkzeug. Die Rezipienten, wenn Sie es einmal gelernt haben, brauchen das nicht. Aber der erste Sprung, und das war ein gigantischer Sprung, unsere ganzen Zivilisationen und Hochkulturen sind auf der Basis von Schrift entstanden. Das Ganze radikalisiert sich dann so noch einmal durch die Druckerpresse. Jetzt haben wir die Presse. Warum? Jetzt können wenige Hersteller Unmengen produzieren und damit hineinwirken. Es gibt Jahre, in denen ein Viertel aller Druckerzeugnisse in Deutschland von Martin Luther gestammt haben soll. Der war sozusagen der Twitter-König in seiner Zeit. Ja? Man muss sich sozusagen ein kleiner Professor, Doktor der Theologie in Wittenberg kann plötzlich den Papst herausfordern. Nicht, weil er so toll gepredigt hätte, das hat er vielleicht und das haben andere auch, sondern weil Druckmaschinen da waren. Jetzt entsteht die Presse und die Frage, wer die Presse kontrolliert, die Pressefreiheit, ob die Regierung vorschreiben darf und die Kirche vorschreiben darf, was gedruckt wird, wird zum Schlüsselbegriff der Medienfreiheit bis heute. Der ganz, ganz große Sprung. Dann gehen wir über die tertiären Medien. Telegramm, Radio, Film. Tertiär, weil jetzt brauchen Sie sowohl bei der Senderseite wie auch beim Empfänger Technologie. Ja, Radio braucht zum Senden Technik, aber Sie können es auch nicht, also ich weiß nicht, ob es jemand kann, ohne Technologie. Ich bin noch keinem Menschen begegnet, der es konnte. Das heißt da auch nochmal etwas komplett Neues. Es entsteht das Zeitalter der sogenannten Massenmedien. Wenige Sender,
viele Empfänger. Und zum Beispiel die Emser Depesche, Bismarck schafft es auch schon ganz früh den Krieg auszulösen, indem er an einem Telegramm rumspielt. Ein ganz interessantes mediengeschichtliches Ereignis. Und jetzt, meine Damen und Herren, Quartär. Jetzt sind wir in eine Zeit eingetreten, digital, in der wir auf den gleichen Kanälen, und zwar immer auf Basis von Technologie, senden und empfangen. Beginnt ganz, ganz sachte mit dem Telefon und ist heute sozusagen überall drin. Wir nutzen den gleichen Kanal. Es gibt sozusagen Sender und Empfänger sind ineinander verschmolzen. Real time. Wir kriegen sofort mit. Jeder von uns ist, das war mein Seminarthema hier, Prosument. Wir alle konsumieren Medien und wir alle stellen Medien her. Eine komplett neue Situation. Und dass das alles, was gilt, in Frage stellt, ist dann, glaube ich, auch klar. Und hier haben Sie übrigens dann auch die Erklärung, der Sem in der jüdischen Tradition ist der allererste, lange vor der Entstehung des Judentums. Moses kommt viel später, Abraham ist ein Nachfahre von ihm, den er noch unterrichtet haben soll. Aber Sem ist sozusagen der allererste, der Religion und Recht auf Basis von Alphabet lehrt. Das ist nach jüdischer Überlieferung. Jetzt beginnt das Zeitalter der Schriftreligionen. Und nicht nur der Schriftreligion, Judentum, Christentum, Islam, Bahai, sondern auch das Zeitalter, in dem Gesetze, in dem Recht nicht mehr auf Basis von Mehrheitsentscheidung, ja, also Gladiatoren oder Facebook, sondern auf Basis von Schrift erfolgt. Das ist sozusagen der Kern. Damit beginnt die Geschichte des Semitismus und Antisemitismus wendet sich immer und immer wieder und mit jedem neuen Medium gegen diesen Urknall unserer Kultur und Zivilisation. Und Sie haben das bei Sokrates zum Beispiel, der schimpft im Phaidros auf die Schrift, auf die Hieroglyphen, die ein ägyptischer Gott hervorgebracht habe. Ganz spannend, er wirft dem neuen Medium vor, das ist ja nur Scheinwissen, die Leute haben gar keinen richtigen Lehrer mehr, die Schriften werden elternlos, ja, niemand weiß mehr, wer die geschrieben hat, niemand kann die mehr auslegen, ja, das ist alles ganz furchtbar, sozusagen der Manfred Spitzer der Antike, der dann also quasi die neuen Medien da im Bausch und Bogen verdammt. Gleichzeitig aber eben auch nur deswegen erhalten ist, weil er aufgeschrieben wurde. Also nur weil Platon gesagt hat, ich schreibe das auf, was der erzählt hat. Also wir haben sozusagen wir haben die Schriftkritik, die fundamentalste Kritik der Schrift erhalten, weil es die Schrift gegeben hat. Und dann eben, wie gesagt, übrigens die Hieroglyphen, also ein Schriftsystem, das eine sehr lange Lehrzeit brauchte, das als geheim galt. Ja, Sie können hier oben ein paar Hieroglyphen sehen, hier bei Tod, dem Schreibergott. Das war nur einer kleinen Elite zugänglich und dann eben entstehen die Alphabetsysteme und die schreibt die jüdische Tradition dem Sem zu. Ja? Sem, einer der Söhne Noahs, ja, im neuen Film von Aronofsky 2014, ist Sem derjenige, der Emma Watson zur Ehefrau kriegt. Das hat nicht mal Harry Potter geschafft und ich finde, das ist also absolut hervorzuheben, aber nach jüdischer Überlieferung ist es tatsächlich derjenige, der als allererstes in der Schrift unterrichtet, Religion und Recht, noch vor der Entstehung des Judentums. Und auch das mit Emma Watson ist jetzt nicht nur ein Flachs gewesen, sondern es ist tatsächlich so, dass der Drehbuchautor Aronofsky sowohl in seinem Comic, er hat es zuerst als Comic gemacht, wie dann auch in seinem Film bewusst die letzten Worte dieser Geschichte eben der Frau überträgt. Denn in der Originalüberlieferung zum Beispiel sind nicht mal die Namen, also wir wissen nicht, wie die Ehefrau von Noah und allen geheißen haben, auch nicht die Ehefrau von Sem, erst sehr viel später kommt es dazu und er sozusagen sagt ganz gezielt, ich gebe der Frau von Sem das letzte Wort, sie heißt hier in diesem Film Ila und sie ist damit sozusagen diejenige, auf die die Überlieferung zurückgeht, nicht mehr nur er. Also ganz spannend, eine Auseinandersetzung mit alten Medien, die buchstäblich Jahrtausende alt ist. Wir haben dann die Pressefreiheit, die Macht des Buchdrucks und es passiert genau das, was heute im Internet passiert. Sie haben das Edelste und Schönste, Sie haben die Lutherbibel, Sie haben die 95 Thesen, tolle Dinge, die dann entstehen, aber Sie haben auch sogar beim gleichen Autor, bei Martin Luther, wieder die Juden und ihre Lügen. Sie haben also da sozusagen diese Dinge direkt beieinander. 1486 erscheint der Hexenhammer, ja, eines der frühesten Werke des Buchdrucks. Zehntausende Menschen werden getötet, weil man ihnen vorwirft, sie werden mit dem Teufel im Bunde und sie begehen den Hexensabbat. Also auch da wieder genau diese Dunja Hayali sozusagen kriegt den gleichen Hass ab, den wir im 15. Jahrhundert schon mal gedruckt hatten. Jetzt ist er halt digital da. Und in der islamischen Welt wird der Buchdruck arabischer Lettern
verboten. Das war Islam in der Krise tatsächlich mit die Kernthese, dass nämlich das dazu führt, dass in der islamischen Welt, die bis dahin kulturell, wissenschaftlich führend war, die bleibt stabil. Es gibt keine Reformation, es gibt kein Auseinander, es gibt keinen 30-jährigen Krieg, aber es entwickelt sich eben auch die Alphabetisierung nicht weiter. Und um 1800 haben wir hier in Deutschland Goethe, Schiller, Humboldt, die Gebrüder und. 50% der Menschen in den deutschsprachigen Ländern können lesen und schreiben um 1800. Und gleichzeitig marschiert Napoleon in Ägypten ein und die Osmanen haben nichts mehr ihm entgegenzusetzen. Im Osmanischen Reich sind es nur 2%. In Portugal übrigens, das als rückständiges europäisches Land galt damals, 1800 waren es 20%. Also eine Riesenauswirkung. Man könnte daraus ableiten, dass es vielleicht auch keine gute Idee wäre, nicht beim Internet mitzumachen. Ja, also das durchaus, wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen, aber es verändert eben alles. Und sie haben um 1800 in Deutschland nicht nur Zeitungen, sondern sie haben sogar schon die ersten Zeitungen mit Leserbriefspalten. Die ersten Leserbriefe erscheinen. Es wird jetzt sozusagen dialogisch. Und Benedict Anderson, ist nicht der gleiche wie der andere Anderson, wird auch mit O statt E geschrieben, weist darauf hin, dass zum Beispiel Nationalstaaten, also die Bundesrepublik, erst mit Zeitungen möglich werden. Erst wenn ich täglich lese, dass andere wie ich zur gleichen Gemeinschaft gehören, Franzosen sind, Deutsche sind, Briten sind, Amerikaner sind, erst dann entsteht die vorgestellte Gemeinschaft, we are the people. Er sagt also quasi, bevor wir den Druck von Zeitungen haben, Tageszeitungen haben, ist es nicht möglich, Nationalstaaten zu begründen. Sondern davor haben wir personale Staaten, Feudalgesellschaft. Wieder Medien mit einer enormen Wirkung und die Frage, was wohl das Internet dann mit uns macht. Übrigens, das auch der Unterschied intensives Lesen. Ich habe vielleicht 2 Skripte zu Hause, die lese ich immer wieder, das ist ein intensives Lesen. Und jetzt kommen Tageszeitungen, die lese ich genau einmal und werfe sie dann weg. Altpapier. Extensives Lesen. Jetzt sozusagen kommt es nicht mehr darauf an, dass ich immer wieder die gleichen Texte lese, sondern ich will jeden Tag was Neues. Und dabei war das Internet noch nicht mal erfunden. Also da sozusagen sehen Sie es. Und dann, Sie sind schon jetzt im 20. Jahrhundert, die Nazis, ganz, ganz klar ihr Aufstieg, Adolf Hitler, ganz klar verbunden mit den neuen Medien. In Mein Kampf spottet er über sie und ihren Beruf. Er sagt, es sind Tintenritter, die immer noch an die Schrift glauben. Ja? Wie lächerlich. Er sagt, also gut, Schrift ist okay für Flugblätter, aber vor allem Radio und Film. Die sogenannten Volksempfänger, es war verpflichtend, sich die Reden anzuhören. Wenn Sie an Olympia denken, 1936 mit Leni Riefenstahl und dann Jud Süß, zum Beispiel direkt vor dem Beginn der Vernichtung. Also hier quasi in seiner Rede, warum wir Antisemiten sind von 1920, erwähnt er nur ein einziges Buch, die Bibel, und sagt, sie wäre eine Fälschung. Also ansonsten kommt kein Buch darin vor, aber ein völlig abgedrehter Arier-Mythos, der sozusagen heute noch in diversen Kreisen und bei Thüringer Geschichtslehrern auf viel Resonanz stößt. Ja, und dann sind wir jetzt in der Jetztzeit. Jetzt erleben wir das also wieder und Sie erleben es. Und Sie stehen jetzt also in einer Situation, in der auf der einen Seite im Internet Edelstes und Schönstes zu finden ist und die Leute, wenn sie wollen, über YouTube sich medienethische Vorträge anschauen können oder ertragen können, je nachdem, und dann urteilen können. Aber eben leider auch in dem Hass, Wut und genau das, was wir hatten, Hexenverfolgung, Antisemitismus, in dem all diese Motive wieder aufgegriffen werden. Nicht, weil sie logisch wären, nicht, weil sie einen Rückhalt in der Wirklichkeit hätten, sondern weil sie mythologisch da sind und aufgegriffen werden können. Wenn ich Sie frage, was ist das absolute Gute, werden wir auf eine kleine Wortwolke stoßen, Gott, Vernunft, Gerechtigkeit. Und wenn ich Sie frage, was ist die Vorstellung des absoluten Bösen, dann diskutieren wir über Illuminaten, über Weltverschwörungen. Hier zum Beispiel bei Kollega in seinem Song 13 jüdisch-illuminatische Blutlinien, die angeblich die ganze Weltgeschichte kontrollieren und dabei sind selbstverständlich dabei hier zum Beispiel die Kennedys, jüdische Familien, Rothschilds, Astors und damit ist die Weltverschwörung perfekt. Und das übrigens geht zurück auf einen amerikanischen Rechtsextremisten, diese jüdisch-illuminatischen Blutlinien und das gleiche Buch hat man bei Osama Bin Laden gefunden. Der hatte nicht viele Bücher, aber das war eines davon. Und Sie können also sehen, die Verschwörungsmythen sind so, da kann man auch kostenlos runterladen, dieses Verschwörungswerk, wenn man starke Nerven hat. Da kann man quasi tatsächlich sehen, die Verschwörungsmythen sind international globalisiert und werden von Menschen aller Religion und Herkunft aufgegriffen. Sie haben es also geschafft jetzt, wir kommen zum Ende oder sind am Ende,
Die Thesen, die ich mit Ihnen diskutieren will, ist, dass außerkörperliche Realitäten aller Art, Recht, Religion, Politik, Wirtschaft, immer medial primär strukturiert sind. Dass Geld einen Wert hat, dass wir Menschen sind mit Menschenwürde und Menschenrechten, dass es auf der Welt, dass wir Wissenschaften vertrauen können, dass Ärzte nicht irgendwelche Pillen verkaufen, sondern tatsächlich, dass da ein Wissen dahinter steht. All das sind Dinge, die können wir nur deswegen glauben, weil wir sie über Medien erfahren haben und über Medien ausagieren. Diese Realitäten werden medial hergestellt. Und Sie arbeiten als Journalistinnen und Journalisten, also buchstäblich an der Herzkammer von komplexen Gesellschaften, bekommen damit aber eben auch den Hass ab, wenn Leute glauben, da steckt eine Verschwörung dahinter. Das Zweite, neue Medien eröffnen neue fiktionale Möglichkeiten und stellen die alten Eliten in Frage. Mit der Einführung des Buchdrucks konnte Martin Luther die katholische Kirche, die römische Kirche herausfordern. Mit der Einführung von Radio und Film, damit hat Adolf Hitler gearbeitet. Aber es war zum Beispiel auch der Bürgerrechtsbewegung, der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung möglich, damit zu arbeiten. Mit Zeitungen wurden Nationalstaaten möglich, genauso aber zum Beispiel auch der Kommunismus, die kommunistische Weltanschauung, eine nicht religiöse Weltanschauung. Das heißt, wann immer neue Medien dazukommen, öffnen sich neue Räume und wir werden Leute haben, die das konstruktiv nutzen und wir werden andere haben, die das vor allem nutzen, um die alten Eliten anzugreifen die wiederum sind erst einmal völlig überfordert mit der neuen Situation. Es treten Erschütterungen der Ordnung auf, ja, die Macht, Mythen, ja, Star Wars, natürlich, also man kann nicht über Mythen diskutieren, ohne Star Wars gesehen zu haben. Wir haben immer dann ein Aufblühen von Verschwörungsmythen und wir haben immer wieder antisemitische Verschwörungsvorwürfe gegen die alten Mythen. Selbst wenn jemand von Ihnen noch nie in seinem Leben mit irgendeiner jüdischen Gemeinde zu tun hat, wenn Sie als Journalistin, als Journalist arbeiten, wird man Ihnen vorwerfen, Sie wären Teil dieser Weltverschwörung. Sie werden es in Ihren E-Mail-Postfächern haben, Sie werden es in Kommentaren zu lesen bekommen und die Frage ist, wie geht man damit um? So ein Seminar ist ja eine gute Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Und last but not least, wir sind natürlich damit immer auf der Suche nach einem neuen, wieder stabilen Mediensystem. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie das am Ende aussehen wird. Das ist der Teil, wo ich hoffe, von Ihnen viel zu lernen. Und so hoffe ich also, dass es an der einen oder anderen Stelle für Sie interessant war, diese Einführungsvorlesung. Falls es langweilig war, haben Sie es mich nicht merken lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt ist sozusagen die Übertragung ab.